Bevor das Video startet, tut mir doch bitte den Gefallen und abonniert den Kanal und lasst einen Kommentar für den Algorithmus da, damit ich auch weiter Harry Potter Videos für euch produzieren kann. Eingehüllt in den Zauber von Harry Potter haben wir uns oft in eine Welt voller Magie, Fantasie und Abenteuer verloren. Doch hinter den glitzernden und zauberhaften Kulissen der berühmten Filmreihe verbargen sich Momente, die selbst die talentiertesten Schauspieler an den Rand ihrer Kräfte trieben. Im heutigen Video werden wir einen Blick auf 9 dieser Momente werfen, in denen die Schauspieler fast durchgedreht sind, als sie eine Szene in den Harry Potter Filmen drehen mussten. Beginnen wir direkt mit der Nummer 1. Man könnte doch wohl meinen, dass es ziemlich cool ist, einen Schurken in der Harry Potter Saga zu spielen. Doch für die Schauspielerin, die die Rolle der Dolores Umbridge verkörpert, bleibt eine bestimmte Szene in ziemlich bitterer Erinnerung. Es ist nämlich die Szene, in der Harry von Umbridge bestraft wird und er immer wieder den Satz "Ich darf keine Lügen erzählen" aufschreiben muss, was sich nach und nach in seine Haut einzubrennen scheint. Laut der Schauspielerin war dies die härteste Szene, die sie jemals drehen musste, und sie beeinflusste sie mehrere Tage lang, in denen sie sich ziemlich schlecht fühlte. In einem Interview gab sie zu, dass es wirklich interessant ist, solche Erfahrungen zu machen, da sie Dolores Umbridge als Charakter wirklich nicht gerne mag. Aber zum Glück ist die Schauspielerin empathisch und weiß, wie schrecklich es sein kann, die Rolle einer solch fiesen und tyrannischen Figur zu verkörpern. Nummer 2. Es ist nicht immer leicht, eine gewisse Distanz zu der Figur zu wahren, die ein Schauspieler auf der Leinwand verkörpert. Matthew Lewis, alias Neville Longbottom in der Harry Potter Saga, musste dies am eigenen Leib erfahren. Der Schauspieler erzählte der New York Times, dass er sich selbst viel zu sehr während der Dreharbeiten wie Neville gesehen hat. Er hielt es für schwierig, wenn er viel von sich selbst in die Figur einfließen ließ. Es wäre einfacher für ihn, jemand ganz anderen zu spielen, wie beispielsweise einen Londoner Polizeibeamten oder jemanden, der sehr reich ist. Matthew Lewis empfand es manchmal als schmerzhaft zu sehen, wie viel von ihm wirklich in Nevilles Charakter steckt. Dabei dachte er dann, das ist nicht Neville, das ist er selber. Diese Aussage des Schauspielers zeigt die emotionale Bindung, die er zu seiner Rolle eingegangen ist. Es ist nicht außergewöhnlich, dass Schauspieler sich eng mit ihren Figuren identifizieren, und diese Authentizität zeigt sich in ihrer Darbietung. Neville Longbottoms Charakterentwicklung in der Filmreihe war bemerkenswert, und es ist beeindruckend zu sehen, wie sehr Matthew Lewis sich mit der Figur auseinandersetzte und identifizierte. Nummer 3. Jason Isaacs und Tom Felton spielen in der Harry Potter Filmreihe Vater und Sohn. Und obwohl sich die beiden im echten Leben sehr gut verstehen, lief die erste Szene, in der sie zusammenspielten, nicht besonders reibungslos ab. In Harry Potter und der Stein der Weisen gab es eine Szene, bei der Tom Felton, der damals erst 11 Jahre alt war, am Ende in Tränen ausbrach. Jason Isaacs erinnerte sich, die allererste Szene, die ich mit irgendjemandem gedreht habe, war die mit Tom. Er war 11 Jahre alt und die Szene wurde zügig geschnitten. In der Szene berührte er etwas und ich sagte fast, das ist Dreck, und ich schlage ihn mit einem Stock, der einen Schlangenkopf und 2 sehr scharfe Reißzähne hat. Ich hatte ihn noch nie benutzt, man hatte ihn mir gerade erst gegeben. Leider verletzten die Reißzähne der Schlange durch eine unglückliche Bewegung den jungen Tom und seine Augen füllten sich mit Tränen. Jason Isaacs entschuldigte sich natürlich bei ihm und zum Glück erholte sich Tom Felton schnell von dem Vorfall. Bei den nächsten Drehs war Jason Isaacs besonders vorsichtig und passte auf, den jungen Schauspieler nicht noch einmal zu verletzen. Nummer 4. Emma Watson hatte während der Dreharbeiten zu Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 wirklich einen Albtraum erlebt. In einem Interview verriet sie, dass das Schlimmste bei den Filmaufnahmen war, als sie vom Drachen in den See geworfen wurden und das Ganze auch noch im Januar oder Februar stattfand. Der See war natürlich nicht beheizt und da das Umziehen Teil der nächsten Szene war, konnten sie nichts Warmes darunter tragen. Die Kälte war unerträglich und Emma erinnerte sich, dass sogar Rupert zu einem Punkt kam, an dem er dachte, sein Herz hätte aufgehört zu schlagen. Diese Erfahrung zeigt einmal mehr, dass Schauspieler immer wieder an ihre Grenzen stoßen und physische und emotionale Herausforderungen meistern müssen, um ihre Rollen zu leben und zu erwecken. Die Dreharbeiten zu großen Filmen wie den Harry Potter Film können oft extrem anstrengend sein und die Schauspieler in ungewöhnliche und manchmal unbequeme Situationen bringen. Nummer 5. Harry Potter liebt Quidditch über alles. Schnell kann er sein Können unter Beweis stellen und steigt auch schnell in der Quidditch-Mannschaft auf. Da müssen die Dreharbeiten dazu wohl sehr spaßig gewesen sein, oder? Naja, falsch gedacht. Denn der Schauspieler Daniel Radcliffe hat es gehasst, die Quidditch-Szenen zu drehen.
In einem Interview gestand er einmal, die Quidditch-Szenen gehören definitiv zu den blödesten, die er bei Harry Potter je gemacht hat. Es war keine angenehme Erfahrung, denn es ist ziemlich schmerzhaft. Das ist wirklich eine Ironie, dass ausgerechnet der Sport, der Harry Potter am meisten zusagt, für den Schauspieler Daniel Radcliffe alles andere als spaßig war. Es zeigt, dass nicht alles so ist, wie es uns auf der Leinwand präsentiert wird. Hinter den Kulissen können einige Szenen eine echte Herausforderung sein und die Schauspieler müssen mitunter körperlichen Unannehmlichkeiten und Schmerzen umgehen können. Quidditch-Szenen erfordern spezielle Effekte und Stunts, um die fliegenden Besen und schnellen Bewegungen glaubhaft darzustellen. Für die Schauspieler bedeutet dies, in einer grünen Leinwandumgebung zu agieren und auf Filmmaterial zu reagieren, das später mit visuellen Effekten bearbeitet wird. Diese Art von Arbeit kann physisch anstrengend sein und erfordert Präzision, um die gewünschten Bewegungen zu erzielen, da die Sache ja nicht vor ihnen ist, sondern später eingefügt wird. Daniel Radcliffe und andere Schauspieler haben ihre Leidenschaft und Hingabe zum Handwerk wirklich bewiesen, indem sie sich trotz der Herausforderungen in die Rollen hineingestürzt haben. Obwohl Quidditch-Szenen schmerzhaft sein mögen, haben sie dennoch dazu beigetragen, die magische Welt von Harry Potter zum Leben zu erwecken und uns als Zuschauer zu faszinieren. In solchen Momenten erkennen wir als Zuschauer, dass der Beruf des Schauspielers nicht immer glamourös ist. Es erfordert harte Arbeit, Opferbereitschaft und die Bereitschaft, sich physisch und emotional in die Rollen einzubringen. Nummer 6. Emma Watson gehörte zweifellos für viele Menschen zu den schönsten Schauspielerinnen der Welt und wird von vielen Menschen bewundert. Dennoch hat die Schauspielerin ihr Aussehen während der Dreharbeiten nicht immer in guter Erinnerung. Bei einem Fotoshooting für die Vogue Italia machte sie ein lustiges Geständnis über ihre Haare während der ersten Harry Potter Filme. Wenn sie sich die Bilder des ersten Harry Potter Films anschaue, müsste sie immer daran denken, wie schrecklich ihre Haare aussahen. Doch hier muss man ihr zugutehalten, dass dies genauso gewollt war, denn Hermine Granger sollte nun nicht einmal dieses glatte gestylte Haar haben, sondern eine wirklich zerzauste natürliche Frisur, die zu ihrer Figur passt. Die charakteristische Haarfrisur von Hermine Granger trug viel zur Identität des Charakters bei. Hermine war klug, aber auch eine echte Kämpferin und hatte wichtige Aufgaben im Kampf gegen das Böse in der magischen Welt. Ihre Frisur spiegelt ihr unkonventionelles und mutiges Wesen wider und verlieh ihr einen starken, authentischen Charakter. Obwohl die Schauspielerin ihre Haare vielleicht als schrecklich empfand, wissen die Fans, dass Hermine Grangers charakteristische Frisur zu einem ikonischen Element der Filmreihe wurde und von vielen bewundert und nachgeahmt wurde. Es ist schon bemerkenswert, wie sehr eine Frisur die Identität eines Charakters beeinflussen kann. In der Filmindustrie ist die Gestaltung von Charakteren und ihrer visuellen Erscheinung von großer Bedeutung, um die Zuschauer in die Welt der Filme einzutauchen und die Magie der Geschichten zu erleben. Nummer 7. So lange Zeit an einer Saga zu drehen, wirkt sich natürlich auch auf die Schauspieler aus. Es gab eine Zeit, in der das für Rupert Grint ziemlich erstickend war. In einem Interview gestand er, es hört nie auf. Jedes Jahr kamen wir zurück, die Filmsets waren die gleichen, es waren die gleichen Leute. Eingefleischte Fans können dies vielleicht nicht verstehen, denn viele von ihnen würden alles tun, um bei den Dreharbeiten von Harry Potter dabei sein zu dürfen. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass die Dreharbeiten mitunter harte Arbeit sind und dass nicht alles so magisch am Set abläuft, wie man es vermuten würde. So kann man durchaus verstehen, dass das Ganze für Rupert Grint mit der Zeit etwas zu monoton wurde. Die langjährige Verpflichtung bei den Harry Potter Filmen brachte zweifellos viele Herausforderungen mit sich. Für Rupert Grint bedeutete es, über einen beträchtlichen Teil seines Lebens in der Rolle des Ron Weasley gefangen zu sein. Die Wiederholung desselben Sets und das Arbeiten mit denselben Menschen Jahr für Jahr könnte das Gefühl der Eintönigkeit verstärkt haben. Es ist ganz normal, dass bei langen Dreharbeiten und sich wiederholenden Szenarien ein gewisses Gefühl der Eingeengtheit entstehen kann. Für Rupert und viele andere Schauspielerinnen und Schauspieler ist es zur Balance zwischen der Liebe und zu ihrem Handwerk und dem Bedürfnis, sich auch in anderen Rollen auszuprobieren und neuen Herausforderungen anzunehmen geworden. Nachdem die Filmreihe abgeschlossen war, hatte Rupert die Möglichkeit, andere Projekte zu verfolgen und sich als Künstler weiterzuentwickeln. Nummer 8. Harry Potter und die Kammer des Schreckens ist der zweite Film der Harry Potter Saga. Für den Schauspieler Rupert Grint waren die Dreharbeiten jedoch alles andere als angenehm. Der Grund dafür war eine Phobie, mit der der Schauspieler nur schwer umgehen konnte. Genau wie sein Charakter in der Saga, Ron Weasley, litt Rupert Grint unter Arachnophobie, der panischen Angst vor Spinnen. In einem Interview im Jahr 2011 erzählte er, dass er jeden Morgen, bevor er seine Schuhe anzieht, nachschaut, ob sich eine Spinne darin befindet. Er hatte sich aufgrund dieser Angst sogar mehrmals geweigert, nach Australien zu reisen, selbst wenn es um Filmauditions ging.
Es ist interessant zu sehen, wie die persönlichen Ängste und Empfindlichkeiten der Schauspieler manchmal mit den Herausforderungen ihrer Rolle kollidieren. In den Harry Potter Romanen entwickelte Ron Weasley seine Angst vor Spinnen nach einem schlechten Scherz seiner Brüder Fred und George. Aber für Rupert Grint, der diese Rolle verkörperte, wurde die Angst vor Spinnen zu einer echten Hürde während der Dreharbeiten. Insbesondere die Szene im Verbotenen Wald, in der Harry und Ron das Herz des Waldes hinter Hogwarts aufsuchen, um nach dem von Hagrid gezüchteten Monster zu suchen, war für Rupert Grint sehr kompliziert. Dabei treffen sie auf die riesigen Spinnen, darunter Aragog, den König der Spinnen und all seine Kinder. In dieser bedrohlichen Szene werden sie von den Spinnen verfolgt und nur knapp vom fliegenden Auto von Rons Vater gerettet. Obwohl die riesigen Spinnen in dieser Szene nur spezielle Effekte und Requisiten waren, musste Rupert Grint seine tatsächliche Angst vor Spinnen bewältigen. Die Requisiteure schufen täuschend echte Riesenspinnen und es war für den Schauspieler eine echte Herausforderung, sich auf die Szene zu konzentrieren und gleichzeitig seine Angst zu überwinden. In der Welt der Schauspielerei gibt es oft solche herausfordernden Momente, in denen die Schauspieler ihre Ängste überwinden müssen, um authentische und überzeugende Leistungen zu erbringen. Die Professionalität und Hingabe von Schauspielern wie Rupert Grint sind bewundernswert, da sie ihre persönlichen Empfindlichkeiten überwinden müssen, um uns als Zuschauer die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Nummer 9. Im Beruf des Schauspielers geht es manchmal auch darum, lange Stunden damit zu verbringen, auf Dreharbeiten zu warten. Die Tatsache hat Maggie Smith alias Minerva McGonagall sehr belastet. Einmal verriet sie, ich fand es immer am anstrengendsten, diese Hüte zu tragen. Das sind die schwersten Dinge auf der Welt. Ich hatte einen Hut, der so riesig war. Er war so riesig und so schwer. Ich habe eine Woche im Schnee mit diesem riesigen Hut auf dem Kopf verbracht oder Tag für Tag in einer Garderobe gewartet, bis ich gebraucht wurde. Das gibt nicht gerade die beste Stimmung. Als Schauspielerin war Maggie Smith zweifellos eine Ikone, aber auch für sie gab es Herausforderungen, mit denen sie während ihrer langfristigen Karriere konfrontiert wurde. Ihre Rolle als Minerva McGonagall in den Harry Potter Filmen brachte ihr weltweite Anerkennung ein, aber es war nicht immer ein Spaziergang. Neben den physischen Belastungen, die der riesige Hut zum Beispiel mit sich brachte, musste sie oft Geduld aufbringen und tagelang warten, bis sie für ihre nächste Szene benötigt wurde. Diese Zeiten des Wartens waren nicht immer einfach für die talentierte Schauspielerin, die es gewohnt war, in die Rolle der kraftvollen und klugen Hexe zu schlüpfen. Dennoch bewies Maggie Smith stets ihre Professionalität und ihre Leidenschaft für ihr Handwerk. Die Schauspieler gehen oft an ihre Grenzen, sei es bei extremen Wetterbedingungen, in eisigen Gewässern oder beim Tragen von schweren Kostümen. Der Beruf des Schauspielers ist zweifellos harte Arbeit und sie müssen sich den Herausforderungen stellen, um uns Zuschauern unvergessliche und magische Momente zu bieten. Doch trotzdem hat die Erfahrung, Teil einer so erfolgreichen und beliebten Filmreihe zu sein, ihr Leben auf positive Weise beeinflusst und unser aller Leben ebenfalls, will ich meinen. Und das war's mit diesem Video. Falls du Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like da und abonniere den Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.